Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Ela von Maschenherz, euer Shop für handgemachte Wohnaccessoires und Do-it-yourself-Kits. Ja, ich habe gedacht, ich mache euch noch ein Weihnachtsgeschenk und zeige euch mal heute, wie man diesen tollen Aufbewahrungskorb und zwar in der eckigen Variante häkeln kann. Die runde Variante kennt ihr ja schon und die habt ihr auch schon ganz fleißig angeschaut. Und deshalb habe ich gedacht, gefällt euch diese Variante wahrscheinlich genauso gut. Und die will ich euch heute zeigen, weil der ist einfach auch toll. Ich nehme nochmal wieder die dicke Baumwollkordel und den kann man einfach so vielseitig einsetzen. Und vielleicht braucht ihr ja noch ein Geschenk für Weihnachten und dann könnt ihr den selber häkeln und verschenken. Vielleicht habt ihr ja Lust. Also, wir legen gleich los. Ich drehe die Kamera und zeige euch, wie es geht. Bis gleich! So, jetzt erzähle ich euch kurz noch, was ihr so braucht und was ich verwende. Also nochmal zum Garn. Ich habe jetzt wieder diese dicke Baumwollkordel, die ist ungefähr 9 mm dick und ja, die kann man jetzt wunderbar hier für diesen Korb nehmen. Das ist jetzt ein Beispiel für euch. Das, was ich euch jetzt zeige im Video, könnt ihr natürlich auch mit jedem anderen, sag ich mal, stärkeren Garn machen. Was ungefähr, zum Beispiel also so ein Textilgarn, was eine ähnliche Stärke hat. Vom Muster her, wie gesagt, was ich euch zeige, könnt ihr das auch mit einem anderen Garn machen. Ja, ihr müsst dann einfach nur schauen, dass er dann eventuell, wenn es etwas dünner ist, das Garn, dass er einfach eine dünnere Häkelnadel nehmt oder so. Aber ansonsten könnt ihr das mit allem, mit den verschiedenen Textilgarn und Kordeln, auch Makramee-Garn geht auch, könnt ihr auch dazu verwenden. Genau, also ich nehme wieder das 9 mm Garn und habe jetzt hier eine 15er Häkelnadel. Genau, das noch für euch zur Info. Die kleine, die hier liegt, die nehmen wir später, um die Fäden zu verwahren, weil der reicht, also der passt mit einer Wollnadel, geht es nicht mehr, das dicke Garn, deshalb ja, nehmt mal eine kleinere Häkelnadel, aber ihr könnt es an den Fingern machen. Und eine Schere, also so viel Material braucht man gar nicht. Wie gesagt, ich nehme eine 15er. Das müsst ihr so ein bisschen auch ausprobieren, wie eure Häkeltechnik ist. Ich habe festgestellt, dass ich sehr locker häkle. Und jemand, der fester häkelt, bräuchte vielleicht sogar eine größere Häkelnadel. Wenn man jetzt mit so einem 9 mm dicken Garn oder Kordel häkelt. Wie gesagt, das muss man so ein bisschen ausprobieren, wie fest oder wie locker das wird und wie auch dann so die Maschenoptik, wie das Maschenbild dann ist. Okay, was brauchen wir noch für Infos? Wie groß wird denn der Korb jetzt? Also von der Grundfläche, also der wird jetzt recht groß, also das wird ein schöner großer Korb. Kann man viel Sachen rein dekorieren, also zum Beispiel auch fürs Bad oder so, Handtücher, Gästehandtücher oder eure Wolle natürlich, eure Häkel- oder Handarbeitsutensilien. Der wird jetzt von der Größe her, von der Grundfläche 25x25 und ist ca. 15 cm hoch. Und auch da werdet ihr später sehen, wenn ihr den kleiner haben wollt, dann macht er einfach die Grundfläche kleiner, also ihr häkelt einfach weniger Runden. Und wenn ihr nicht so hoch haben wollt, ja, lasst ihr einfach auch rein weg. Oder wenn ihr höher haben wollt, macht ihr einfach noch ein paar rein dran. Da könnt ihr ja wieder ganz kreativ sein. So, dann legen wir mal los. Wir fangen wieder an mit so einem Magic Ring oder mit so einem Fadenring. Ihr lasst so circa 10 cm lasst ihr übrig und legt den über die linke Hand einmal rum. Und überkreuzt den hier so und fixiert den so ein bisschen mit eurem linken Daumen und holt euch dann hier mit der Häkelnadel den Faden durch. So, und jetzt müsst ihr ein bisschen umgreifen. Hier könnt ihr jetzt mit rechts diese erste Schlaufe fixieren. Greift um, holt hinten den Faden und
macht eure erste Schlaufe. So, und jetzt habt ihr den Magic Ring fixiert und könnt jetzt hier, das ist nämlich das Magische an dem Ring, der lässt sich vergrößern und verkleinern, ne? Wenn ihr hier dran zieht, in die eine Richtung wird er größer, in die andere wird er wieder kleiner. Also je nachdem, wie ihr das am besten halten könnt, könnt ihr diesen Ring hier vergrößern und verkleinern. Zum Schluss der Runde zieht man dann ganz fest, damit einfach die Maschen dann zusammenkommen und das, ja, sich das Quadrat dann bildet. So, gibt es noch was zu sagen? Soll ich es nochmal, ich mache es nochmal für euch, den Fadenring, weil das ist am Anfang ein bisschen tricky, ich mache ihn nochmal auf. Also, einmal das Fadenende, ca. 10 cm über die linke Hand, einmal rumschlagen und hier so drüber, so, dann habt ihr hier so, liegt da drüber, dann haltet ihr das fest mit dem linken Daumen, geht mit der Häkelnadel hier unten durch, holt euch den Faden, greift einmal hier rum, haltet es fest, die Schlinge, holt den Faden und zieht ihn gleich hier durch. So, das ist eure Anfangsschlaufe. Und das ist euer Magic Ring. Okay, dann machen wir mal weiter. Wenn ihr jetzt, wir häkeln jetzt abwechselnd immer eine feste Masche und eine Luftmasche, und zwar viermal. Und wenn ihr hier einstecht in diesen Magic Ring, schaut ihr, dass ihr immer, das ist wichtig, sonst könnt ihr das zum Schluss nicht zusammenziehen, dass ihr immer um beide Fäden drumherum häkelt. Also nicht den einfach hier weg beiseite legen und nur um den Ring häkeln, sondern den immer mitnehmen, also das Fadenende auch immer mit umhäkeln. Sonst können wir es später nicht festziehen. Okay, also eure Anfangsschlaufe habt ihr und dann stecht ihr hier ein und wie gesagt um beide rum und häkelt erstmal eine feste Masche. So, okay. So, jetzt kann man theoretisch hier schon festziehen. Das müsst ihr ein bisschen probieren, wie ihr das am besten halten könnt. So, jetzt kommt eine Luftmasche. Dann kommt wieder eine feste Masche. Hoppla. So. Sie kann nachholen. Wieder eine Luftmasche. Jetzt kommt die dritte feste Masche. Eine Luftmasche. Hoppla. So. Jetzt kommt die vierte feste Masche. Und wieder eine Luftmasche. So, jetzt sieht das noch nicht so wirklich wie ein Quadrat aus, aber wir ziehen es jetzt einmal fest. So, seht ihr? Und jetzt wird es schön eng und dann gibt es auch ein Bild, beziehungsweise kommen wir jetzt langsam zu der Form. Okay, jetzt beenden wir die Runde immer, also das macht er jetzt mit allen Runden so, immer mit eine Kettmasche und zwar hier durch die erste feste Masche, durch dieses V hier durch. So, Faden holen und gleich durchziehen. So, das ist jetzt schon die erste Runde. So, und jetzt sieht man eigentlich schon ein bisschen, dass das jetzt so ein Quadrat wird, ne? Also hier ist eine feste Masche, hier ist eine Luftmasche. Halt, hier ist eine feste Masche, hier ist eine Luftmasche, feste Masche, Luftmasche. Also in den Folgerunden sieht man das dann besser. Ja, wir häkeln jetzt immer in die Ecken rein. Das kommt jetzt und dann könnt ihr sehen, wie sich das Quadrat praktisch, wie der Korbboden praktisch entsteht. So, okay, also wir starten auch die neue Runde. Das ist eigentlich auch immer gleich, immer mit einer Luftmasche oder so einer Steigmasche. Und jetzt häkelt ihr hier gleich in den ersten Zwischenrahmen, also da, wo die Luftmasche eigentlich auch ist, häkelt ihr gleich eine feste Masche rein. So. So. Und jetzt sind wir schon an der ersten Ecke. Und jetzt wird es spannend, wie die Ecke gehäkelt wird. Und zwar
Also ich kann euch sagen, dass es bei meinem ersten eckigen Korb, den ich versucht habe zu häkeln, eine Weile gedauert hat, bis ich das wirklich verstanden habe. Weil für mich war es am Anfang nicht einfach zu verstehen, in welchen Zwischenraum ich jetzt die Ecke häkeln muss. Von dem her waren meine Korbböden am Anfang schon etwas unsymmetrisch. Also die waren jedenfalls nicht quadratisch. Deshalb hoffe ich, dass ihr es gut sehen könnt und versteht. Aber ich zeig's ja sowieso ein paar Mal. Also es gibt ja hier die Luftmasche und ihr müsst jetzt praktisch hier in diesen Zwischenraum einstechen. Das ist jetzt ein bisschen eng und es müsst ein bisschen mehr, braucht ein bisschen Kraft, weil in diese Ecke, also in jede Ecke wird immer, das könnt ihr euch merken, eine feste Masche, eine Luftmasche und nochmal eine feste Masche. Das ist immer die Ecke. Das wird immer gleich gehäkelt. Und dazwischen praktisch wird dann aufgefüllt mit festen Maschen. Und je Runde kommen dann immer zwei Maschen dazu. So, jetzt müsst ihr einfach einmal am Anfang für euch den richtigen, die richtige Lücke, die richtige Maschenlücke entdecken. Und dann ist es total einfach. Okay, jetzt haben wir die erste Masche gehäkelt. So, und jetzt kommt praktisch die erste Ecke und die kommt hier in diesen Zwischenraum. So, da häkelt man jetzt rein. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist in der Tat so, weil das ein bisschen eng ist. Und dann kommen jetzt da auch zwei feste Maschen rein. Also eine feste Masche, dann macht er eine Luftmasche. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, die Luftmasche. Und das hier ist genau der Zwischenraum. Wenn ihr das jetzt, ja, das könnt ihr gut sehen. Das ist genau der Zwischenraum, wo er in der nächsten Runde wieder diese Ecke reinhäkelt. Also praktisch wieder eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche. Das ist der Zwischenraum. So, und jetzt sind wir hier noch in der Ecke und jetzt kommt in den gleichen Zwischenraum noch eine feste Masche rein. So. So, erste Ecke geschafft. So, jetzt will ich euch das mal zeigen. Seht ihr das hier? Das ist praktisch die Luftmasche, die feste Masche und hier die Luftmasche. Und in den Zwischenrahmen müsst ihr dann in der nächsten Runde praktisch häkeln. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt, um zur nächsten Ecke zu kommen, kommt erstmal dazwischen eine feste Masche, ganz normal in den Zwischenraum reinhäkeln. So, jetzt sind wir bei Ecke 2. Ich mache mit euch jetzt mal komplett die ganze zweite Runde, damit ihr es gut sehen könnt, damit es ein Bild gibt. So, zweite Ecke, auch hier wieder. Das geht hier so rüber. Und von oben sieht man jetzt keinen Unterschied, aber hier kann man es jetzt sehen. Also da ist die feste Masche von der Vorrunde und hier ist die Luftmasche in diesen Zwischenraum rein. Vielleicht denkt er jetzt einfach, oh, das ist ja easy, wieso erzählt sie das so lange? Aber ja, ihr könnt ja vorspulen, wenn ihr es schon verstanden habt. Ich gehe nur von mir aus, weil bei mir hat es eine Weile gedauert, ehe ich das ja, verstanden habe. Deshalb mache ich es jetzt ein bisschen ausführlich. Okay, also eine feste Masche, jetzt kommt wieder eine Luftmasche und wieder ins gleiche Maschenglied. Da muss man wirklich gut ziehen, ja. Aber der kommt da nicht drum rum, wenn ihr einen schönen eckigen Korb haben wollt. So. So, zweite Ecke geschafft. Jetzt kommt wieder eine ganz normale feste Masche. Bis wir bei der dritten Ecke sind. Und auch hier wieder, ich ziehe das manchmal vorher ein bisschen, weite das ein bisschen, damit man gut reinkommt. Genau, ich suche mir die Masche und dann geht es hier rein. Seht, ich habe zu tun. So, feste Masche, Luftmasche, feste Masche ins selbe Maschenglied. Knarzt richtig. So. Mein Faden haut immer ab. So, jetzt sind wir an der dritten Ecke. Jetzt kommt wieder eine feste Masche. Und jetzt sind wir an der vierten Ecke. Und da ist hier unser Zwischenraum. Eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche. Und jetzt ist unser zweite Runde fertig und man sieht ja jetzt hier schon,
Wie schön rechteckig das ist, ne? Also so sollte es bei euch aussehen. Wenn es jetzt irgendwie schräg ist oder so, dann war der wahrscheinlich nicht im richtigen Zwischenraum, habt ihr nicht in die richtige Masche eingestochen. Das kann durchaus passieren. Ist mir ganz oft passiert, wie gesagt. Und jetzt schließt er die Runde auch wieder ab. Also hier kommt jetzt keine feste Masche mehr, ne? Also hier, die wird nicht gehäkelt, die ihr da seht, sondern ihr schließt jetzt einfach hier rüber, stecht in das V von der ersten festen Masche, holt den Faden und zieht gleich durch. So. Und schon ist die zweite Runde fertig. Ne? Jetzt kann man gut erkennen, dass es jetzt ein Rechteck ist. So, und jetzt geht's weiter. Eine Steigluftmasche. Und auch wieder Vorrunde. Gleich hier wieder in diesen Zwischenrahmen einstechen. Und dann kommt noch eine feste Masche. Bis wir an der ersten Ecke sind. Das ist nämlich hier unser Zwischenraum. Genau. So, die häkeln wir jetzt. So, eine feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche in den gleichen Zwischenraum. Die zweite Masche, die geht dann echt schwer durch. So. Jetzt sieht es ein bisschen krumm aus, aber das macht nichts. Das kommt ja noch, das wird noch, wenn wir fertig sind. So, jetzt müssen wir bis zur zweiten Ecke, sind es nämlich jetzt schon drei Luftmaschen. Und zwar jetzt hier, keine Luftmaschen, sorry, drei feste Maschen. In der Vorrunde war es eine. Also drei feste Maschen bis zur nächsten Ecke. So. Nummer zwei und Nummer drei. Zweite Ecke, eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche. So, jetzt will ich euch noch mal kurz zeigen. Also das war ja unser Anfang und da ist es auch so, ihr startet mit einer Steigluftmasche. Dann kommen erstmal feste Maschen und hier sind wir jetzt ja in Runde 3, also waren es zwei feste Maschen. Das erhöht sich dann immer je Runde. Das heißt, dann kommen drei feste Maschen bis zur ersten Ecke und dann vier feste Maschen bis zur ersten Ecke. Das ja, wird immer um eine Masche erhöht. Und wenn er dann, dann häkelt er ganz normal die Ecke mit einer festen Masche, einer Luftmasche und einer festen Masche. Und der Zwischenraum bis zur nächsten Ecke erhöht sich immer um zwei Maschen. Hier sind wir jetzt bei drei festen Maschen und bei der nächsten Runde, es geht jetzt immer so auseinander, ne? Geht jetzt immer so symmetrisch auseinander. Da sind es dann schon fünf feste Maschen. So von der Logik her mal so erklärt, also mathematisch gesehen, von der Maschenanzahl her, wie sich das praktisch, wie die Maschen sich erhöhen. Genau, jetzt mache ich die Runde mal fertig und dann melde ich mich wieder. So, jetzt bin ich mit Runde 3 fertig. Und wir haben jetzt insgesamt 20 Maschen plus die 4 Luftmaschen an der Ecke. Das will ich euch nochmal zeigen. Also hier kann man die Runde noch beenden. Mache ich noch schnell mit der Kettmasche. So, und das ist Runde 3, ist fertig. So, genau. Und jetzt sieht man hier, das sind die Ecken, ne? Und hier, das ist die Luftmasche. Und zwischendrin haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 feste Maschen, eine Luftmasche. 1, 2, 3, 4, 5, eine Luftmasche. 1, 2, 3, 4, 5, eine Luftmasche. Und hier sind es 4 plus diese Kettmasche für den Rundenabschluss. Und so geht es jetzt Runde für Runde weiter. Also es sind jetzt noch zwei Runden zu häkeln für unseren Korbboden und damit ihr es gut nachvollziehen könnt, melde ich mich oder zeige ich euch ein Bild immer nach der kompletten Runde und dann zeige ich euch nochmal, wie das aussieht und von den Maschen her, damit ihr das dann gut nachvollziehen könnt.
So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich jetzt schon die vierte Runde gehäkelt. 1, 2, 3, 4. Und hatte hier am Anfang drei feste Maschen. Und zwischen den Ecken sind jeweils sieben feste Maschen. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Also ihr müsstet jetzt insgesamt hier 28 Maschen haben, also auf jeder Seite 7, beziehungsweise zwischen den Ecken, also die eine feste Masche von der Ecke habe ich jetzt mitgezählt. Oh, ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht. Also zwischen den Ecken, die feste Masche von der Ecke nicht mitgezählt, sind es 5. In der Vorrunde waren es 3 und in der zweiten war es eine feste Masche. Aber insgesamt sind es 28 feste Maschen. Ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie viele Maschen das sind. Ihr seht es ja selber, wenn ihr das häkelt, ob das eine gerade Form gibt. Und wenn ihr das ja immer so macht, wie ich es jetzt hier beschrieben habe, dann kommt er da wahrscheinlich automatisch hin und dann braucht er gar nicht so Maschen zählen. Also wie gesagt, wenn das jetzt total gerade aussieht, dann braucht er ja keine Maschen zählen. Das ist jetzt nur so am Rande. Wie gesagt, dann kommt jetzt noch die letzte Runde. Das ist die Runde 5. Und die zeige ich euch dann auch noch, wenn ich die fertig gehäkelt habe. So, jetzt bin ich wieder da. Und zwar mit dem fertigen Korbboden, also mit der fünften Reihe. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, das sind jetzt nochmal so zur Info, sind halt 36 Maschen. Aber wie gesagt, wenn das bei euch auch so aussieht, so schön akkurat, braucht ihr gar keine Maschen zählen, dann passt das alles. Genau, jetzt nochmal zum Maßen. Jetzt können wir mal gucken, wie unser von der Größe her, wenn ihr vielleicht ein anderes Garn nehmt, dass ihr euch orientieren könnt. Also hier seht ihr jetzt, das sind jetzt so 25 cm. Genau, im Quadrat. So als Orientierung nochmal für euch. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, größer oder kleiner häkeln wollt, dann ja, bei größeren Korbboden macht ihr einfach noch entsprechende Runden dran. Und wenn ihr eine kleinere Variante haben wollt, dann lasst ihr einfach die letzte Runde weg oder die letzten zwei Runden weg. Je nachdem, wie groß euer Korb werden soll. Okay, wir fangen jetzt an. Nach oben zu häkeln, also für unsere Korbwand. Und damit wir eine schöne Kante kriegen, zeige ich euch hier, hoppla, zeige ich euch hier nochmal, wie das war ja bei dem anderen Korb auch schon, dass wir praktisch bei der ersten Runde immer ins hintere Maschenglied einstechen, damit man das dann so schön umknicken kann. Okay, also wir starten. Wie immer mit einer Luftmasche, mit einer Steigluftmasche. Und dann häkeln wir hier gleich, das ist hier gleich die erste Masche, häkeln wir ins hintere Maschenglied ein. Also nicht hier vorne rein, sondern hier hinten rein. Und dann gibt es diese schöne Kante. Das machen wir jetzt in der ersten Runde so. Und ihr häkelt jetzt, wir nehmen jetzt keine Maschen mehr zu, weil wir wollen jetzt nach oben die Seitenwände häkeln und ihr häkelt einfach hier immer so in Runden. Also hier auch in der Ecke diese Luftmasche. Die werden ganz normal gehäkelt, ohne Maschen weiter zuzunehmen. Also einfach so, wie die Maschen hier kommen, so häkelt ihr die. Und dann sollte das eine schöne gerade Variante geben. Ich melde mich nochmal, wenn ich jetzt mit der ersten Runde von der Seitenwand fertig bin. So, ihr Lieben, ich bin fertig mit der ersten Runde von der Seitenwand und jetzt seht ihr, dass sich das jetzt hier schon nach oben wölbt. Das könnt ihr jetzt einfach, also wir wollen ja diese Kante, diese schöne Kante sehen. Ihr könnt natürlich jetzt auch so weiter häkeln, das funktioniert auch, aber jetzt in meiner Variante drehe ich das mal um. Und klappe jetzt hier so die erste Reihe um, also nach oben in die andere Richtung sozusagen, zieht das so ein bisschen in Form und
dann sieht man nämlich, dass es jetzt hier diese Kante schön rauskommt, die wir ja da in der ersten Runde gehäkelt haben, also in das hintere Maschenglied. Und so wird es, geht es halt schön geradlinig nach oben. Deshalb macht man das mit dem hinteren Maschenglied, dann hat man eben so eine schöne gerade Kante. Aber ihr könnt die andere Variante auch probieren, ohne das umzuschlagen. Das ist ja wieder Geschmackssache von der Optik her. Jetzt will ich euch noch einen besonderen Trick zeigen, beziehungsweise eine besondere Technik, damit wir praktisch einen ja, nahtlosen Übergang hinbekommt von einer Runde zur nächsten. Genau, damit man einfach nicht sieht, wo die Reihe anfängt und aufhört. Ich habe jetzt hier die letzte Masche gehäkelt von der ersten Reihe. Seht ihr das? Genau, so sieht das jetzt aus. Und normalerweise wird mir jetzt hier eine Kettmasche häkeln, aber wir machen das jetzt so. Ihr zieht jetzt einfach diese Schlaufe so ein bisschen weiter raus von der letzten Masche und fädelt die hier durch das erste Maschenglied durch, so dass die nach hinten kommt. So. Bisschen festziehen und dann geht er hier in diesen Zwischenrahmen zwischen der letzten Masche und der ersten Masche. Und habt jetzt hier die Schlaufe auf der Rückseite. Genau. Und jetzt geht er hier, genau, hier in diesen Zwischenraum zwischen letzter und erster Masche, geht er hier durch, holt die Schlaufe mit der Häkelnadel. Jetzt habt ihr sie wieder vorne. Macht wieder die Steigluftmasche und häkelt jetzt hier weiter. Also ganz normal jetzt in der zweiten Runde von den Seitenwänden wieder in das normale, in die normalen Zwischenräume einstechen. Also nicht mehr in das hintere, das haben wir ja nur für die Kante gemacht, sondern ganz normal hier jetzt in die Zwischenräume weiter feste Maschen häkeln. Genau so, wie sie kommen, keine weiteren Zunahmen. Und genau, jetzt kann man das schon sehen. Also ich melde mich am Ende der Runde nochmal. Dann sieht man das schön, dass man nichts sieht, dass man keinen Übergang sieht. Genau, jetzt mache ich mal die zweite Runde fertig und dann, genau, dann melde ich mich nochmal. So, Runde 2 ist auch geschafft und jetzt zeige ich euch nochmal hier diesen nahtlosen Übergang. Also ihr habt die letzte Masche gehäkelt und holt die Schlaufe, zieht er die raus aus der letzten Masche und fädelt sie hier in den Zwischenrahmen nach der ersten Masche von der Vorrunde. Hier durch. So, ein bisschen festziehen, dass die zwei zusammenkommen. Und dann holt er die Schlaufe wieder von hinten nach vorne. Mit der Häkelnadel habt ihr wieder die Anfangsschlaufe und einmal durchziehen für die Steigluftmasche. Das ist dann wieder genau die erste Anfangsmasche. Und dann häkelt ihr einfach hier wieder weiter mit festen Maschen. So, und das macht ihr jetzt bis zur Runde 6. Also ja, ich habe jetzt hier zwei Runden. Also wenn er ungefähr 15 cm hoch werden soll, euer Korb, dann sind es jetzt insgesamt 6 Reihen nach oben. Und für eine schöne Abschlusskante mache ich dann immer gern noch ja, so eine Reihe, eine letzte Runde einfach mit Kettmaschen. Dann hat man nochmal so eine, ja, einfach eine schöne Abschlussreihe. Genau, und das würde ich euch dann noch zeigen. Ich häkel jetzt mal weiter nach oben und zeige euch dann, wie man auch noch mit einem Fadenwechsel umgeht, wie ihr das ohne Knoten hinbekommt, wenn euer Knäuel ausgeht. Also bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin jetzt mit der sechsten Runde fertig. Bin also jetzt quasi von der Höhe her circa bei 15 cm und wollte euch nochmal den Übergang jetzt kurz zeigen, weil jetzt kommt ja die Abschlusskante, wo
wo ich jetzt nur noch Kettmaschen häkeln würde. Oder die häkeln wir jetzt. Und ich wollte euch gerade hier den Übergang zeigen. Und zwar, hier haben wir die letzte Masche. Und jetzt stecht er hier. Also er zieht jetzt hier den Faden nicht raus wie in den Vorrunden, sondern geht einfach hier in den Zwischenraum, holt den Faden und zieht den gleich durch. Und dann habt ihr auch schon den runden Abschluss und die erste Kettmasche. Und die nächste Kettmasche häkelt ihr einfach in das nächste Maschenglied rein. Und zwar ist es ja einfach immer den Faden holen und direkt durch die Schlaufe, die ihr auf der Nadel habt, gleich durchziehen. Ich zeige es nochmal. Also hier in den hinteren Zwischenraum einstechen, Faden holen und gleich wieder durchziehen. Und es gibt jetzt unsere Abschlusskante. So, ich häkle jetzt noch ein bisschen weiter und melde mich gleich nochmal für den Abschluss. Ich bin jetzt in der letzten Runde in der Abschlusskante mit der Kettmasche und jetzt ist mir der Faden ausgegangen, also meine Garnrolle. Und ich muss jetzt praktisch ein neues Knäuel anbinden. Und weil ich das auch schon öfters gefragt worden bin, wie man das macht, wenn jetzt ja ein neuer Faden mit einem neuen Faden weitergehäkelt werden soll oder wenn ihr zum Beispiel auch einen Farbwechsel macht, wollte ich euch das mal kurz zeigen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr lasst einfach ein paar Zentimeter übrig. Ihr schaut einfach, wie weit kann man die Masche noch häkeln. Das ist jetzt zu kurz. Deshalb würde ich das jetzt so ein paar Zentimeter raushängen lassen. Und dann nehmt ihr ganz einfach den neuen Faden, lasst auch ein bisschen übrig und häkelt eigentlich ganz normal weiter. Und lasst beide Enden hinten raushängen, zieht es dann so ein bisschen fest. Also einfach weiter häkeln. Und dann müsst ihr, wo ist meine kleinere Häkelnadel? Hier, genau. Dann geht er einfach so vor. Sind zwar jetzt noch nicht fertig, aber ich zeige es euch einfach mal. Ihr könnt es auch mit den Fingern machen oder mit einer, wie gesagt, mit einer kleineren Häkelnadel. Ihr geht jetzt einfach so ein bisschen durch die Maschen durch und holt euch die Fadenenden und zieht die so durch. Ja, das mache ich mir auch ein bisschen. Ja, nicht ganz so einfach, weil es ein bisschen fest ist, je nachdem, was für eine Häkelnadel man hat. Genau, und dann zieht er das einfach so durch ein paar Maschen und dann schneidet er den Rest einfach ab. Dann sieht man die Fäden nicht und ja, euer Korb geht auch nicht auf. So, ich häkel jetzt noch die letzte Runde fertig und zeige euch dann noch mal ganz zum Schluss, wie der Korb dann aussieht. So, ich bin an der letzten Masche angekommen und zeige euch jetzt gerade noch, wie ihr die letzte Masche häkelt und dann den Faden praktisch ja, verwahrt. Also die letzte Masche habe ich jetzt gehäkelt, die Kettmasche, und dann zieht ihr einfach den Faden hier oben raus. So, genau, dann gibt es hier so einen schönen Übergang. Und dann könnt ihr einfach hier den Faden so nach innen durchziehen. So, dann habt ihr jetzt auch eine schöne Kante. Ich habe hier einen Faden schon mal abgeschnitten. Und jetzt geht er einfach her, wie ich es ja schon gezeigt habe. Ihr nehmt jetzt hier hinten den Faden und zieht ihn jetzt durch die Maschen durch, ein paar Zentimeter, weil das ist ja relativ fest, also das geht ja nicht so schnell auf oder geht eigentlich gar nicht auf, und dann schneidet er den Rest einfach ab. Genau, und das war die Anleitung für den eckigen Korb. Ich drehe jetzt die Kamera noch mal und dann zeige ich ihn euch noch mal im Ganzen. So, hier bin ich wieder von vorne. So, jetzt noch mal der Korb im Ganzen. So sieht er aus. Ja, genau. Was wir jetzt noch machen muss, sind die Faden verstecken.
Also mit der kleinen Häkelnadel, aber das habe ich euch ja gezeigt. Genau. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit der Anleitung, konntet alles gut verstehen und habt jetzt Lust, die Häkelnadel zu schwingen und vielleicht sogar zu Weihnachten noch so einen Korb zu häkeln und vielleicht zu verschenken. Ihr könnt ihn ja auch eine Nummer kleiner machen, kann man aus Süßigkeiten oder so ein paar Kleinigkeiten drin verstecken. Braucht ihr gar keine große Geschenkverpackung, sondern der Korb ist dann die Geschenkverpackung und gleichzeitig Geschenk. Ja, finde ich, ist doch eine tolle Idee. Ja, also wenn ihr Lust habt auf das ganze Set oder wenn ihr euch fragt, wo kriegt ihr das Garn her und die Häkelnadel und die Anleitung, dann schaut einfach in den nächsten Tagen mal in meinem Shop vorbei, auf meinem Etsy-Shop unter Maschenherz oder auf meiner Homepage maschenherz-handmade.de. Also die Anleitung habe ich auch schon fertig. Die muss jetzt einfach nur noch in den Shop wandern. Und ja, dann steht er für euch zur Verfügung. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Do-It-Yourself-Häkel-Video. Bis dann. Tschüss. Hier war Ela von Maschenherz.